Welcome back to another German Food Review, and it's sausage time. Maika Wiesenwirth, four mini sausages, Rostbratwürste or Würstchen, those are just tiny sausages, mashed potatoes and sauerkraut. Okay, and yeah, there's Kümmel in it. I think the translation would be caraway seeds or something like that. Whatever, right? Kümmel. And, oh, look at this, mustard. Okay, mustard and caraway seeds. And price, €2.80 or something like that. Okay, best before date, 400 gram, 8 gram of mustard made by Maika. Mm-hmm. Calories, 100 gram, 110 calories, multiplied by 4, so 450 calories. Okay, yeah, read it if you like. What's actually, well, the ingredients here? 49% sauerkraut, and I hope it's not too sour sauerkraut. And where are the sausages? 31% mashed potatoes and 20% Rostbratwürste. Port, okay. And salt, of course. Yeah, how is the salt? 2%. Okay, that's fine. 4 minutes in the microwave, of course. 750 watts. Yeah, I guess I should. Oh, no fork right here. Wait a second. Here's a fork. Look at this, a metal one. I guess I should poke it. Let me read this again. Yes. But we should remove that. Here's Maika Kümmel. And here's the mustard. Oh, that's just regular mustard. Right, medium hot. Okay, let's poke that stuff. A lot of force required here. Okay, that's enough, I think. Okay, so back in a sec. So, it's still super hot, yes. And look at this, the sauce came out. Can you see that here? There it is. Ding, ding, ding. Okay, let's open it. Okay, that's not so easy. Quite slippery. Oh, come on. What the heck? Let me use my mouth, right? Okay. Yeah, quite slimy. Oh, there are the sausages. Mm-hmm. Four sausages, and I guess they are quite soft, so no knife needed. Anyway, here's a plate. Let's put that stuff on here. Looks quite nice. A sniff test. Smells quite nice. And I think that stuff is not sour, which is nice. Okay. Oh. Oh, 1, 2, 3, 4 sausages first. Okay. Right. Oh, yeah. For 50% sauerkraut. Oh, it's fine. Okay, and sauerkraut. I don't like this here on the bottom. Can you see that? Not sure what the purpose of this is. Anyway, let's sort the sausages. Okay, and let's do a thumbnail here. I like that. No, like that, right? That would be the thumbnail. And it's eating time. Yeah, what do you think about sauerkraut? Sometimes it's quite nice. Okay, damn fridge. Okay, we'll wait a few seconds. Back in a sec. So, finally eating time. Here's the mashed potato. And what should I do with that one here? Not sure, for the sauerkraut, I guess not for the sausages and for the mashed potato stuff, I don't know. Anyway, let's try it. Was out first. Here's the mashed potatoes, let's eat it. Here we go. Mm-hmm. Quite salty. Nice flavor. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, that's a good one. Very nice. Okay, I like the mashed potatoes. Now the sauerkraut, and I hope it's not sour. Please, don't be sour. Here we go.
Alt. It's not sour at all. Oh, that's very good. Mm. Yeah, it could be creamy, yeah? I like creamy sauerkraut, but this here is nice. Mm. Very good flavor. Okay, let's try it together with the mashed potato stuff. Here we go. Mmm, even better. Is that actually bacon? It tastes somehow meaty or so. Really nice. Mm, that's good. Okay, but the important part is of course the Rostbratwurst. And yeah, first of all, without the mustard, but let's open this one. Oh, where's the opening mechanism? I don't see it. Here it is. There it is. Can you see? Oh, okay. Four sausages. And I guess they're soft. Okay, works. Kind of. So, that's how it looks like from the inside. Yeah. Like meat, right? Here we go. Okay, usually the meat is quite salty, but this here is not salty at all. That is strange. This here is like 10 times saltier. Mm. I think, let me try it again. There's a little bit of seasoning missing. It's not bad, but it's quite light for a sausage. Hmm. Okay, let's try it with mustard. Right, like that, yeah. Okay, come out, mustard. Here we go. Mm, mustard is good. But yeah, those are not the best sausages. Mm, okay, now. Still a nice flavor, but it's somehow under-seasoned. Or something like that. No, I think it is. It is, yeah, nice. Mmm. That's really nice. Here we go. Yeah, overall it's quite nice, but the sausage, that could be better. Okay, what should I do with that one here? I have no idea. I have no idea. Okay, let's open it. Let's try it with a little bit of... that? Oh, that was too much, I think. Anyway, I had no idea about that one. Here you go. Mmm, interesting. That's quite nice, actually. Okay, caraway seeds, that's a nice idea with sauerkraut. Interesting. Mmm. Okay. Yeah, this is, it's really a nice flavor and it fits very well. Mmm. But yeah, you can see it. Here you go. Mmm. Okay, yeah. The caraway seeds are nice. Mashed potatoes is actually very nice. I like that one. Yeah, the weak point, it's not really bad. Don't get this wrong. Or the sausage here, but you get mustard. So, that works actually. Right, there's still sausage flavor, even with... that amount of mustard. Here we go. So overall, it's a good product. No. Not bad. Here we go. Consistency is good. It's not too soft. Sometimes the stuff is is super soft. This is medium soft, right? But somehow, I'm not sure. This is under seasoned, for sure. Here we go. Mmm, it's still tasty, yeah, it should be stronger, here we go. Mmm, that's a good meal. Okay, last one, best. So, let's do it like that, right? Where's the, is this, oh, it's not much left. Just a little bit. Come on, please. Okay, that was a joke. Here we go.
Mm. Very tasty. Yeah, good combination. The mustard is nice. Seeds are nice. Mashed potatoes nice. Sauerkraut very nice. Sausage, generous thumbs up. It's not that bad. It's thumbs up, right? Overall, it's a thumbs up for this stuff here. Quite tasty. Maika Wiesenwild. Okay, thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt Maika Wiesenwild Rostbratwürstchen. 4 Stück. Und dazu gibt es Sauerkraut und Kartoffelpüree. Es ist fix und fertig. Und da ist drin, ja, ist hier so ein bisschen bedeckt. Da kam der Saft raus durch das Loch hier. Da ist Senf drin und Kümmel. Hier öffnen, habe ich getan. 4 würzige. Ja, kommen wir gleich zu. Das Gute ist, man kann das hier hinten abmachen. Preis, ich glaube so 2,80 oder so. Es kommt natürlich darauf an, wo man es kauft. Ich glaube, ich habe 2,79 bezahlt. Weiß ich aber nicht mehr ganz genau. Es sind 400 Gramm. 7 Milliliter oder 8 Gramm Senf und 0,5 Gramm Kümmel. Okay. Maika, Edelwecht. Und hergestellt in Niedersachsen. Aha. Ja, ihr könnt euch das hier durchlesen, wenn ihr wollt. Schmankerl. Und man macht es natürlich in der Mikrowelle, nicht im Wasserbad. Wer wartet denn 30 Minuten? Okay, und vor allen Dingen verbraucht es mehr Strom. Okay, 110 Kalorien, so insgesamt 450. Sehr viel Salz, ist klar. Fett ist nicht so hoch. Eiweiß aber auch nicht. Okay, das ist drin. 50% Sauerkraut und 31% Kartoffelpüree, 20% Rostbratwurst. Und das ist natürlich Schweinefleisch. Habe ich im Edeka gekauft, glaube ich. So, habe ich warm gemacht, hier rauf gemacht. Und erst wusste ich nicht genau, was ich mit dem Kümmel machen soll. Was würdet ihr mit diesem Kümmel hier machen? Ich habe ihn auf, ja, wo auch sonst, auf Sauerkraut und eigentlich nur auf Sauerkraut gemacht. Aber man kann ihn auch auf den Kartoffelpüree machen. Dazu gibt es noch Senf. Und das ist ein leckerer Senf. Der schmeckt ganz gut. Ist nur mittelscharf. Das ist gut, der brennt überhaupt nicht, schmeckt aber sehr lecker nach Senf. Ja, nicht wässrig oder so. Sehr schön. So, dann werden wir mal hier kosten. Das ist Sauerkraut, 50% für eine ganze Menge, aber das ist gut. Und hier ist Kartoffelpüree und das werden wir als erstes mal kosten. Hier, ja. Das ist ein sehr leckeres Kartoffelpüree, muss ich sagen. Ja, hier ist auf jeden Fall Bacon, oder? Da muss ich nochmal nachgucken. Das schmeckt sehr salzig. Aber sehr lecker. Here we go. Mmh, super. Er hat ein richtig schönes, leckeres Aroma. Wo ist denn jetzt Kartoffelpüree? Ne, da steht nichts von Schweinefleisch. Was sind denn die kleinen Würfel? Schmeckt doch irgendwie. Fleischig, der Sauerkraut meine ich. Den werden wir auch mal kosten. Und ich mag keinen sauren Sauerkraut. Ja, es gibt auch Sauerkraut, der ist nicht sauer. Here we go. Der gehört dazu, sehr lecker. Immer schön intensiv. Könnte etwas cremiger sein, aber ist gut so, wie er ist. Schmeckt sehr lecker. Ist null sauer, absolut gar nicht. Okay, aber ja, das Wichtigste, oder der Hauptteil sind natürlich hier diese kleinen Würstchen. Hier seht ihr die kleinen Würstchen. Here we go. Und ich weiß nicht, ob das hier irgendwie eine Ausnahme ist, aber irgendwie haben sie, glaube ich, die Würzung bei den Würstchen vergessen. Das hier ist super würzig, schmeckt lecker, das schmeckt auch gut, aber wenn man das daneben isst, schmeckt das fast nach gar nichts. Ja, es ist, fühlt sich so an, als ob hier die Würzung vergessen wurde. Aber hier steht auch noch würzig drauf, das ist hier auf jeden Fall nicht würzig. Konsistent ist gut, aber irgendwie ein bisschen lasch. Vor allem im Vergleich zu dem Kartoffelpüree. Aber hier bekommt man ja Senf und den kann man ja natürlich drauf machen. So hier zum Beispiel. Und das ist ein guter Senf, der zerstört den Geschmack nicht, Emigo. Ja, passt absolut gut dazu. Aber die Würste können trotzdem würziger sein. Komm raus hier. Ja, insgesamt ist es nicht schlecht. Wie gesagt, die Würstchen sind hier der kleine Schwachpunkt, aber es geht trotzdem. Und jetzt kommen wir mal zu dem Kümmel. Ich hoffe, hier ist noch genug drin. Ja, was haltet ihr davon, Kümmel auf Sauerkraut zu machen? Ist das Standard? Ich habe keine Ahnung. Oh, ist nicht mehr so viel drin.
Okay. Ja, aber das kleine bisschen reicht auch noch aus. Denn ich habe es ja schon gekostet und weiß, was jetzt kommt. Here we go. Das schmeckt richtig lecker. Das stört den Geschmack nicht, aber gibt noch extra leckeren Geschmack dazu. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ist das Standard? Ich weiß nicht. Sagt mal Bescheid. Isst man es so? Das schmeckt auf jeden Fall super. Wenn ihr das kauft, macht auf jeden Fall den Kümmel da rauf. Super, here we go. Kann man auch auf den Kartoffelbrei oder Püree, ups, machen. Schmeckt auch super. Ja, here we go. Ja, es gibt immer so einen extra Kick. Ist nicht scharf oder so. Ich weiß aber nicht genau. Irgendwie habe ich Kümmel ein bisschen anders in Erinnerung. Vielleicht, weil es gemahlen ist. Aber schmeckt sehr geil. Letzter. Das Kartoffelpüree und der Sauerkraut, der gefällt mir sehr gut. Die Würste hier sind, ja, Durchschnitt. Oder das hier ist eine Packung, wo sie die Würzung vergessen haben. Here you go. Kann man trotzdem essen. Aber es ist wirklich, wenn man da reinbeißt, schmeckt es nach fast gar nichts. Da muss man erst warten, bis der Geschmack von dem Kartoffelpüree und Sauerkraut weg ist. Hm, das sollte nicht so sein, denke ich mal. Oh, guckt mal hier. Oh ja. Here we go. Dann haben wir hier noch aufquetschen. Okay, zum Glück ist der Senf dabei. Das ist auch genug für die vier Würstchen. So. Here we go. Die Konsistenz ist gut. Nichts verschwenden hier, schmeckt richtig lecker. Ja. Sehr leckere Kartoffelpüree. Brei. Der Kümmel, der ist richtig gut. 0,5 Gramm. Ja, okay. Vielleicht sollten es 0,8 sein. Wie auch immer. Sehr lecker. Ja, es bekommt locker einen Daumen nach oben. Außer die Würstchen, die sind so, naja. Oder zumindest die, die hier drin waren. Maika Wiesenwirt. Würzige, ja, das stimmte nicht in meinem Paket. Der Rest ist aber sehr lecker. Könnte ich noch eine Portion essen oder zwei. Vielleicht auch drei. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.